Wirklich, ich weiß nicht, warum ich so traurig bin. Es bedrückt mich. Ihr sagt, es bedrückt euch. Doch wo ich es mir holte, es fand oder dazu kam, ist mir ein Rätsel. Und diese Depression macht mich so blöde, dass ich mich selbst kaum wiedererkenne. Ihr Sinn wirft sich auf dem Meer umher, dort, wo ihre Schiffe mit wohlbeleibtem Segel wie Senioren und reiche Bürger auf der Flut, ja, als wären sie der Prunkzug des Meeres selbst, herab auf kleine Händler schauen, die ehrerbietig knicksend grüßen, wenn sie mit gewebten Schwingen vorüberfliegen. Wäre es mein Risiko, so wäre meine ganze Liebe mit meinen Hoffnungen draußen. Und jeder Umstand, der mich Unglück fürchten ließe für meine Waren, würde mich ohne Zweifel niederschmettern. Mein Atem, der meine Suppe kühlt, ließe mich erstarren, wenn ich bedächte, welchen Schaden ein zu starker Wind auf See anrichten könnte. Wie dächte ich nicht gleich an gefährliche Felsen, die streiften sie nur meines zarten Schiffes Seite, alle meine Spezereien in die Wellen streuten und die brüllende See mit meinen Seiten kleideten und kurz, was noch eben so viel wert gewesen, plötzlich nichts mehr wert sein soll. Nein. Erzählen Sie mir nichts. Ich weiß, Antonio ist traurig, weil er an seine Geschäfte denkt. Glauben Sie mir, nein. Ich danke meinem Glück dafür. Meine Waren sind weder einem Schiff anvertraut, noch einem Ort, noch hängt mein ganzes Vermögen am Glück des gegenwärtigen Jahres. Deswegen macht mein Geschäft mich nicht traurig. Vertraut noch einem Ort, noch hängt mein ganzes Vermögen am Glück des gegenwärtigen Jahres. Deswegen macht mein Geschäft mich nicht traurig. Ja, dann sind Sie verliebt. Nein. Auch nicht verliebt. Na, dann sind Sie traurig, weil Sie nicht lustig sind. Oh, da kommt Ihr Neffe Bassanio mit Graziano Lorenzo. Leben Sie wohl, wir überlassen Sie jetzt bessere Gesellschaft. Ich gehe davon aus, dass euch Geschäfte rufen und ihr den Anlass nehmt zum Gehen. Guten Morgen, Signori. Morgen, Signori. Liebe Signori, warum sehen wir uns nie? Sagt warum. Ja, sagen Sie, wann ist Ihnen passiert? Bassanio, da du Antonio gefunden hast, gehen wir jetzt auch. Doch vergiss nicht, wo wir uns zum Mittag verabredet haben. Keine Angst. Sie sehen nicht gut aus, Antonio. Sie machen sich zu viel Sorgen um die Welt. Der Sie mit zu viel Sorgen erkauft, verliert Sie. Glauben Sie mir. Sie haben sich erstaunlich verändert. Ich halte die Welt für das...